Pimmel an der Wand, dass ich dich hier fand. Malte ihn doch selber mal, prahlend an die Wände. Nahm ihn in Natura auch in die Künstlerhände. Hielt ihn tags mit Filzstift fest und ihm nachts die Treue. Taglang stand er an der Wand, stand auch nachts aufs Neue. Dass das nun schon lange her, ist kein Grund zum Trauern. Seht, noch immer malen ihn Hände an die Mauern. Ist es auch nicht meiner mehr, den die Maler feiern? Ist es doch noch immer eher der von prallen Eiern, mächtig in die Höhe wächst, um aus seiner Ritzen den geschwungenen Lebenssaft in die Welt zu spritzen? Pimmel an der Wand meint nicht meinen oder deinen, war nie unser, wird's nie sein, denn wir sind die Deinen. Apropos Pimmel, der Nasenbär sprach zu der Bären: Ich will dich jetzt was Schönes lehren. Worauf er ihr ins Weiche griff und dazu La Paloma pfiff. Die Dachsin sprach zum Dachsen: Mann, bist du gut gewachsen. Der Dachs, der lächelte verhalten, denn er hielt nichts von seiner Alten. Der Förster, der grad Möhren dörrte und dabei ein Röhren hörte, sprach: Wer den Hirsch beim Röhren stört, der eben in den Föhren rührt, dem hau ich meine Möhren ach kantig um die Öhren. Der Bär schaut seinen Ziesemann nie ohne stille Demut an. Der Mops hat seinen Zeugungstrieb ganz schrecklich gern und furchtbar lieb. Das Vorspiel nahm den Hengst so mit, dass er geschwächt zu Boden glitt. Der Wal vollzieht den Liebesakt zumeist im Wasser und stets nackt. Zu Nachtzeit fasst der Kormoran zu gern die Kormoranen an, die dieses, wenn auch ungern, duldet, da sie ihm 2,50 € schuldet. Der Kragenbär, der holt sich munter eine nach dem anderen runter. Der Löwe schleicht ins Freudenhaus und klopft sich dort die Eier aus. Der Schäfer, der betrübt entdeckte, dass sich sein Hund aufs Leitschaf legte, verhieß ihm barsch die Todesstrafe, falls er nochmal ein Schaf beschlafe. Zum Adler sprach die Gabelweihe, dass sie ihm auf den Nabel speie, nähm er nicht sofort seinen Schnabel aus ihrer frisch gekämmten Gabel. Ja, wir bleiben geografisch, ich glaube, das Wort ist gerade auch gefallen, wir bleiben also geografisch im Bereich unterhalb des Bauchnabels mit dem folgenden Gedicht. Robert Gernhardt, als er sich auf einem stillen Örtchen befand. Mein Blick fällt aufs Toilettenpapier. Auf dem Blatt steht Danke. Danke wofür? Danke dafür, dass ich es verwende und keine edlen Ressourcen verschwende. Danke dafür, dass ich es benütze und so die Recycling-Idee unterstütze. Danke im Namen von Wald und Baum, du sicherst unseren Lebensraum. Danke auch im Namen von Fink und Star, du nimmst auch unsere Interessen wahr. Danke im Namen der ganzen Natur, so handeln Auserwählte nur. Danke im Namen des blauen Planeten. Heilig, heilig, lasset uns beten. Danke für dein Dasein in unserer Mitte. Groß greife ich zur Rolle und sag betend, bitte. Ja, um jetzt noch ein letztes Mal wegzukommen von diesen Schweinereien, widmen wir uns zuletzt noch der bildenden Kunst, um das auch mal ein bisschen dem Ganzen hier mal Tiefe zu verleihen. Das Gedicht heißt Deutung eines allegorischen Gemäldes. Fünf Männer sehe ich inhaltsschwer,
Wer sind die fünf? Wofür steht wer? Des ersten Wams ist blutig nass. Das ist der Hass, das ist der Hass. Des zweiten Wams strahlt blutig rot. Das ist der Tod, das ist der Tod. Der dritte hält die Geißel fest. Das ist die Pest, das ist die Pest. Der vierte sitzt in grauem Kleid. Das ist das Leid, das ist das Leid. Der fünfte bringt stumm Wein herein. Das wird der Weinreinbringer sein. Dankeschön.